Damit herzlich willkommen zurück, liebe Leute, Ultimate Team und ja, neues Glück, neues Spiel, neues Glück, so rum. Und ja, wir versuchen uns wieder mit genau denselben Südamerikanern wie auch zuletzt und gehen direkt ins erste Gruppenspiel und hoffen, dass wir einfach ein bisschen mehr Erfolg haben und ich mich auch ein bisschen besser anstelle als zuletzt, weil das war nicht gerade sehr rühmlich und ja, jetzt kommt der Gegner doch. Unterstützt die deutsche Mannschaft, klingt auch sehr deutsch. Das sollte passen. Der gute Bengel. Ha. 86 Teambewertung bei der Teamchemie ist er nicht ganz so gut dabei. Warum habe ich ab und an Bildstörung? Das finde ich sehr verwirrend. Jetzt wird das bestimmt wieder total asynchron, diese Bildstörung. Aber ich habe das Problem bei dem Chris Falcao, Lukas. Wir bleiben direkt hier im Anstoß. Lukas raus auf Fernandinho. Fernandinho sieht Dani Alves. Dani Alves zieht einfach mal ab und zack, bam, boom. Noch Fragen? Schöner rechter Fuß, jawohl. Unser Kapitän Dani Alves mit dem 1:0. Gegen Manuel Neuer, so kann man doch in das Turnier starten. War doch ganz ansehnlich. Nächste Chance, 17. Minute. Schöner Ball auf Lukas. Der zieht direkt ab, aber hat natürlich keinen so starken Linken. Nun darf auch mein Gegner mal. 20. Minute, Sturridge. Aber Muslera muss nicht eingreifen im Tor. Nächste Chance, Flanke, Cuadrado mit dem Lupfer. Aber wieder nichts, schöner Ball auf Falcao, der war da völlig frei, legt sich den Ball selber vor. Ungewöhnlich, aber kann man mal machen. Und so gibt es Ecke, Dani Alves, der ist doch vollkommen frei, aber Neuer, köpft genau auf Neuer drauf. Der kann da quasi gar nichts für. Lukas, schöner Ball. Ah, ein bisschen zu weit rüber. Laufweg von Falcao. Oh. Da war ich zu überrascht und wir sehen hier, sein Lahm ist verletzt. Das habe ich im Spiel selber nicht gesehen. Die Idee des Passes war gut, aber die Umsetzung war eher so ein bisschen bescheiden und hier abseits nach dem Neuer langen Abschlag. Das ist so dämlich, dass die immer im Abseits stehen, auch wenn es jetzt nicht mein Spieler war. Oh, David Luiz und Falcao, findet ihn aber nicht, Schweinsteiger, Di Maria, Paulinho, Hernanes, Paulinho, Marcelo, fast nur Brasilianer hier. Und dann ist Halbzeit, 1:0 Führung, nach dem Blitzstart ein bisschen abgekühlt danach die Partie, aber ich denke, war trotzdem eine ansehnliche Nummer. Immer dieses Aufnehmen am frühen Morgen und man ist richtig müde. Dreimal Wechsel von uns, Guardado, Sanchez und Hernanes kamen in die Partie. Und Di Maria passt auf den eingewechselten Alexis Sanchez, der auf Dani Alves. Guck mal, wohin Sanchez läuft. Das sieht Alves und oh, schön gelaufen, wie einstudiert, aber in der Umsetzung dann ist noch ein bisschen nach oben, James. Okay, kleiner Sprung, immer noch James Rodriguez mit der Flanke, da ist Götze und da liegt der Götze und dann gibt es zu Recht mal 11 Meter. Braucht man nicht drüber reden, Schweinsteiger tritt an, eigentlich ein relativ sicherer Schütze, aber Muslera hält den Ball, Wahnsinnskerl. Cuadrado, wir haben es noch nicht überstanden, wieder James, wieder Flanke, diesmal kein Elfmeter. Godin, bleiben direkt in der Szene, nur ein ganz kleiner Cut. Alexis Sanchez ist durch, macht er überragend, jetzt cool bleiben, nein, da fehlt dem Typ am Controller noch die Coolness und die Skills. Oh, schöner Ball. Und dann der schwache Lupfer. Ah, ich kombiniere mich ja teilweise richtig schön vor das Tor, aber im Abschluss bin ich einfach zu schwach, das haben die beiden Szenen belegt. Und die hier belegt, dass ich es auch anders kann. Falcao mit dem 2:0.
Und jetzt wollte ich weiter drücken, aber zu sehen war dieses Standbild hier und ihr wisst, was wahrscheinlich passiert ist. Ich weiß zwar nicht, wie es geht, weil eigentlich kann man nur Pause drücken, wenn man selber den Ball hat und das hatte mein Gegner definitiv nicht beim Gegentor. Aber er hat das Spiel verlassen, die Verbindung unterbrochen. Ich denke mal, der wird wahrscheinlich vor Wut seinen PC ausgemacht haben, warum auch immer, denn wenn ihr auf die Statistiken guckt, wir waren deutlich besser. Und ja, mit dem schönen neuen Intro, Gott, oh Gott. Zeit für Kaffee, würde ich sagen, wenn euch der Part gefallen hat und ich hoffe, es ist jetzt einigermaßen synchron, endlich mal, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben, damit ich mich immer weiter Stück für Stück verbessern kann. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Und ihr könnt auch gerne Kommentare mit Tipps und Tricks schreiben, wenn ihr das wollt. Gerade wie ich im Abschluss noch so ein bisschen meine Fähigkeiten verbessern kann. Und ja, ansonsten euch noch einen schönen restlichen, warte mal, heute ist Freitag, einen schönen restlichen Samstag und bis dahin, ciao, ciao, euer Nils Taxi.